Mein Name ist Eckhard Bausch, ich bin freischaffender Bildhauer und arbeite hier auf dem Katharinenthaler Hof in Pforzheim, wohne in Höfen im Kreis Calw und ich bin schon freischaffend seit ungefähr dem Ende der 90er Jahre. Ich habe angefangen mit Kunstgeschichte in München, habe später eine Steinmetzlehre gemacht und bin dann an die Kunstakademie nach Karlsruhe gegangen, beziehungsweise 2 Jahre in England, in Loughborough am College of Art and Design studiert und später Meisterschüler bei Michael Sandel, einem englischen Professor in Karlsruhe gewesen und habe da noch Diplom gemacht. Also meine Arbeit hier, die heißt Frühes Idol und das ist ein roter elsässischer Sandstein, den ich da baue. Und ich habe hier ein Modell, wo man ganz gut sieht, wie das am Ende aussehen soll. Ich habe das jetzt im Moment, liegt das so quer und ich bin gerade dabei, so die Vertiefung rauszuhauen. Und ja, und dann wird er irgendwie am Ende gedreht und dann kommen noch die Seiten. Und es wird wahrscheinlich dann, wird das ganze Ding ungefähr so groß und kommt nochmal auf den Sockel. Also so sieht das dann ganz am Ende aus. Und ja, Einheit in Vielfalt, das ist insofern, habe ich das ein bisschen uminterpretiert, weil wenn man sich diese Skulptur anguckt, dann sieht man auch, dass sie theoretisch aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist und die ergeben wiederum ein Ganzes, also dass es am Ende eine geschlossene Skulptur ist. Wir könnten diese Arbeit auch im Grunde aus einzelnen Stücken zusammenbauen. Also wenn es was Großes wäre, wenn es jetzt 5 Meter groß wäre, dann würde man einzelne Blöcke so zusammenbauen wie so ein Baukasten.